Okay, ja, dann lassen wir ihn in Ruhe. Wir lassen den armen Jäger. Ich meine, der hat uns ja, weißt du, wir haben sein Leben gerettet. Warum sollten wir den da jetzt runterkicken, Leute? Ihr seid ja wirklich drauf, ey. Sie haben mich hier zum Sterben zurückgelassen. So, warte mal. Wir gehen jetzt mal hier zum anderen nochmal. Zum anderen Questmarker. Der hat auch was mit dem Wasser zu tun. Das sind nämlich die Dudes, die das Wasser vergiften. Die müssen wir jetzt irgendwie platt machen. Eieieiei. Okay, Little Hope, was hast du denn für einen Tipp? Uff, das hat richtig weh getan. Ich muss heilen. Wenn du lootest und dann die Windmühlen machst, ist alles wieder in den Kisten, was du gelootet hast. Ah, okay, verstehe. Ich habe aber keine Windmühle bisher gefunden, nur eine. Okay, wir müssen hier lang. Leute, das hier ist Zara. Okay, pass auf. Wir rüsten erstmal die andere Waffe aus, ne? Also, Waffen. Das passt soweit. Das machen wir hier hin. Digga, die sehen alle gleich aus, diese Waffen, ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt alle ausgerüstet. Okay. Wie kann ich die denn wechseln, die Waffen eigentlich? Hallo, Sarah. Weiß es nicht. Ist in Ordnung. So, wir gehen jetzt hin. Den ersten Teil habe ich angespielt, aber nicht durchgespielt. Nur so ein paar Missionen. Oh, hier ist was. Oh, Leute, gibt's hier Loot? Hier gibt's Loot! Okay, alles gut, Leute. Können wir mal ein bisschen looten. Mach mal auf. Keine Waffe, Alkohol haben wir gefunden. Ein bisschen Lice. Neue Taschenlampe an, ne? Weiß nicht, ob wir hier richtig sind, ehrlich gesagt. Hey, Bruder. Nee. Da gehen wir nicht rein, oder? Wo müssen wir denn hin überhaupt? Wir sind, glaube ich, schon da, oder? Das ist das Haus. Ja, wir müssen da runter. Du Scheißendreck. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Ja, ich gehe runter. Hallo Dagonis, moin! Earthworm! Earthworm, vielen Dank! Dankeschön für den Resub, mein Lieber, im zweiten Monat schon, dankeschön! Oh Gott. Oh mein Gott, ey, es ist richtig düster hier, ne? Du musst runter. Ich weiß, Leute, bitte nicht spoilern, ne? Ich weiß, jeder streamt das Ding und ich weiß, ihr wisst schon alles. Aber bitte nicht spoilern. Da ist ein X drauf. Okay, hier ist ein Dude. Versuch mit ihm einfach ganz normal zu reden. Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Wir haben wieder wichtige Entscheidungen, Leute. Links oder rechts? Einmal einloggen, bitte. Du verkaufst vergiftetes Wasser oder wie meinst du das? Was wollen wir machen, Leute? Was sagen wir ihm? Wir brauchen ganz schnelle Umfrage, bitte. Die meisten sagen 2 tatsächlich. Ja, pass auf, dann logge ich die. Was tun? Die meisten sagen eh 2, oder? Umfrage läuft. Einer sagt rechts. Ja, okay, es ist... Ja, obwohl. Ja, doch. Ich sehe schon rechts. Ja, okay, alles klar. Gut, Umfrage kann abgebrochen werden. Reicht schon als grober Indikator. Wie meinst du das? Ich bin ein Wasserdieb, hä? Na, ihr Hübschen. Hallo, Cola-Keks, moin. Wie meinst du das? Du wolltest mich ausrauben, stimmt's? Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Ja, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Oh Gott. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Alter, das ist doch eine Falle, oder nicht? Jetzt sollen wir die da unten alle kaputt prügeln? Du Scheiße. Ja, das sind so 2, 3 Leute, ne? Ja, lass uns mal runtergehen.
Wir machen trotzdem mal alles leer. Vielleicht finden wir... Ah, hier ist nichts. Es ist so traurig einfach nur. Es ist einfach nur traurig. Hier ist noch eine fette Kiste. Sehr gut. Da machen wir... Da gucken wir noch mal rein kurz. Ist auch nichts drin, Alter. Der hat nichts, ne? Der ist mittellos. So, wie kommen wir da runter? Lass uns mal ein bisschen gucken. Ah, wir müssen hier irgendwie... Ach so, hier können wir weiter. Okay, alles klar. Lass mich raten, du kämpfst und der haut ab. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. So, wie können wir hier runtergehen? Okay, alles klar. Ah, da sind sie schon. Oh, das sind aber viele, ne? Okay, Eisenrohr, sehr schön. Ich loote mal weiter hier, bevor hier die Zombies kommen. Alkohol. Ich mach mal die Lampe aus, oder? Ich mach die Lampe aus, es geht los. Vielleicht können wir das sneaky machen, weißt du? Okay, das Sneaky hat nicht funktioniert. Sneaky hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, ich sterbe. Moin, moin. Zum Glück noch einer Zombies. Oh, Scheißendreck. Oh mein Gott, ich habe Angst. Alles gut, alles gut. Ich glaube, ich hab's. Haben wir's schon? Oh. Bruder. Das war besser als gedacht, ehrlich gesagt. Alter, ich dachte, das wäre schon gewesen, ne? Und wir haben gut Waffen gefunden hier tatsächlich. Ich habe eben nochmal ein, zwei eingesammelt. Licht anmachen. Ja, habe ich gemacht. Taschenlampe ist an, Leute. Oh mein Gott. Alkohol. Oh, hier gibt's richtig viel Loot, Alter. Richtig nice. Ich mach erstmal alles auf und dann sammeln wir mal ein bisschen. Wodka. Oh, Wodka blieb. Arasho. Was ist das hier alles? Achso, das sind Flaschen zum Werfen. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Eine Kasse, Elektroteile. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Hier ist doch bestimmt noch irgendwo Loot. Hier ist noch was. Boah, das hat sich richtig gelohnt. Alter. Hallo, Lord Bart. Moin, Lordi. Wie geht's dir mal schöner? Und spielst du auch? Oh, hier ist ein Ziegelstein. Okay. Wir haben die einfach alle rasiert, ne? Ich bin ja ein bisschen stolz, bin ich auf mich. Ganz kleines bisschen nur. So. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Ich glaube, wir haben alles gelootet. Sieht gut aus. Hier sind nur noch ein paar Steine. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch, ne? Gehen wir mal wieder hoch zu ihm. Hier haben wir nichts mehr. Ich scanne hier alles, Leute. Ich scanne hier alles dreifach und vierfach. Uff. Ja, Lordi, dann bitte nicht spoilern, aber weißt du ja, ne? Pass auf, nicht, dass du abhängig wirst wie bei Kasimir, ey. Das kann natürlich sein, aber ich werde das natürlich nicht trinken. So, einmal runter. Wie kann ich denn hier runter, Leute? Okay. Der ist weg. Ach, wir müssen raus. Wir müssen durch die Tür. Mann, 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 Mann. Okay, also da lang. Ach, die Tür schließen. Okay, wir machen mal die Tür zu. Ich hoffe, der beißt mich nicht. Auf dem Weg, Bursche. Okay, okay. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Wie räudig? Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallt. Kämpft er gegen uns jetzt? Hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay. Ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein.
Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Ach du Scheiße. Da kam mir eine Idee. Warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen? Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Marco ist aber die schon kleiner. Nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Also Marco hat zwar das Wasser vergiftet, also unabsichtlich. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ein Zombie ist in seinen Wassertank geplumpst. Wasser im Arsch. Er hat das Wasser aber abgefüllt in Flaschen und sie so hingestellt, weil er öfter ausgeraubt wird, dass die Diebe dieses verseuchte Wasser mitnehmen, damit sie, ja, vielleicht, wenn sie das verseuchte Wasser trinken, nicht mehr wiederkommen, ne? Und er dann Ruhe hat vor den Dieben. Was heißt denn überhaupt, ich sage ihm die Wahrheit? Was soll denn da passieren? Was ist denn die Wahrheit? Weißt du? Cola Keks, danke nochmal für den Follow und herzlich willkommen, meine Liebe. Oder mein Lieber. Ich sage ihm die Wahrheit. Ach so, ich sage dem anderen die Wahrheit. Ja, das würde ich ihm schon sagen, ne? Oder nicht? Ich soll es keinem erzählen, sagt er, ne? Wollen wir unsere eigenen Leute anlügen? Aber im Endeffekt kennen wir die nicht, ne? So, wir haben eine Umfrage. Was nehmen wir? Links oder rechts? Oh, da bin ich mal gespannt, Leute. Ob ihr meinen Spielstand ruiniert oder nicht. Eieieiei. Özwurm. Ich spiele jetzt den ersten Teil durch. Bin im Lurk. Özwurm, ich habe gestern auch den ersten Teil angefangen, ne? Weil ich so süchtig bin. Eins gelb, eins weiß. Ah, wir kriegen wahrscheinlich... Können erstmal nachfragen, ne? Okay. Ist eindeutig. Aber was ist mit Julian? Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Mahlzeit. Also, haben wir einen Deal? Ich brauche eine neue Umfrage. Sagen wir ihm die Wahrheit oder sagen wir ihm nicht die Wahrheit? Das Camp. Oh Gott. Ja gut. Wenn ich da mal so drüber nachdenke, laut. Er wollte sich eigentlich selbst verteidigen, ne? Unser guter Marco. Ist aber das Risiko eingegangen, dass dieses verseuchte Wasser in Umlauf kommt. Ist aber nicht seine Schuld, weil er hat es ja nie verkauft. Er hat es ja nicht angeboten. Er hat es einfach bei sich, das vergiftete Wasser, gelagert. Falls Banditen kommen, das klauen und dann sollen die halt natürlich, ja. Ich werde Marco in Schutz nehmen. Ich nehme Marco in Schutz. Ich nehme die 1. Er hat es nicht verkauft. Er hat das verseuchte Wasser hat er nicht verkauft. Er hat das nicht verkauft. Er hat es nur stehen lassen. Es wurde ihm gestohlen. Er hat es verkauft? Hä? Der hat es doch nicht verkauft. Nein. Center, danke für den Follow. Er hat es doch nicht verkauft. Er hat das da nur hingestellt. Er hat es verkauft, besoffen. Hat er gesagt, er war besoffen? Ehrlich, der hat es verkauft? Ja, wenn er das verkauft hat, ist natürlich krass, ne? Er hat es aus Versehen im Sumpf verkauft. Ja, Bruder, das geht aber gar nicht klar, oder? Er hat zugegeben, dass er es verkauft hat, als er betrunken war. Ja, Digga. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Stell dir vor, der ist wieder besoffen. Das gibt's doch gar nicht. Trotzdem eins. Wir brauchen eine Umfrage. Jetzt brauchen wir die finale Umfrage. Was machen wir jetzt mit dem Dude? Links oder rechts? Wo ist die Abfrage, Leute? Ich dampf noch mal ein bisschen heimlich. Er verdient eine neue Chance. Der war betrunken, Digga, Baba. Gibt keine Umfrage mehr, oder? Jetzt, da ist sie. Okay, Umfrage ist da. Bitte abstimmen, Leute. Liefern wir Marco aus, ist rechts. Oder nehmen wir Marco und Schutz ist links. Hallo, Kete. Einen wunderschönen guten Morgen.
Es ist sehr ausgeglichen, ne? Die meisten sagen, oh, das ist sehr ausgeglichen, Leute. Da müssen wir, die müssen wir durchlaufen lassen, die Umfrage, oder? Stimmt mal alle ab, Leute, bitte. Über dem Chat könnt ihr das machen. Marco anscheißen rechts, Marco und Schutz nehmen links. Er hat das Wasser betrunken verkauft. Oh, das ist sehr ausgeglichen, das ist sehr ausgeglichen. Er hat Scheiße gebaut. Ist Alkohol eine Ausrede? Frag ich mal so. Ist Alkohol eine Ausrede? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wofür. Naja, dass er halt verseuchtes Wasser verkauft hat aus Versehen, weil er betrunken war, ne? Rechts. Eine Stimme. Eine Stimme. Ja gut, dann stellt euch auf den Kampf ein. Ich glaube, wir müssen jetzt kämpfen. Vor allem sagt er ja, dass es ihn ja nicht stört, wenn ein anderer dafür gekillt wird. Ja, okay, komm, wir sagen die Wahrheit. Sei einfach ehrlich und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Jetzt schließt er ab, oder? Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Ah, so einer ist das. Richtige 31er. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Alter. Okay. So nicht, Kumpel. So aber nicht. So haben wir nicht gewettet. Keine Gnade. Ich hätte mich vorher vielleicht heilen sollen. Ich habe eine Münze auf ihn geworfen. Ich habe eine Münze auf ihn geworfen. Das hat ihn richtig irritiert, glaube ich. Aua. Au, au, au. Boah, Leute. Hallo, Ellie. Schön, dass du da bist. Hat er eine Waffe? Mehl. Er hat nur Mehl. Muss heilen. Alter, ich hab's gewusst, dass das eskaliert. So eine Scheiße. Es ist 14 Uhr. Wir müssen nach Hause, Leute. Lass abhauen. Lass einfach abhauen. Ja, das können wir nicht durchgehen lassen. Ich meine, es hat sogar fast den Jäger auch noch zerrissen, ne? Das ist halt hart. Okay, hier haben wir ein paar Zombies. Ich verpiss mich mal, ne? Wir geben mal wieder... Wir geben die Quest ab. Wir müssen hier hin. Okay, alles klar. Das ist ein sehr weiter Weg. Hoho. Okay, hier lang. Ah, da sind Banditen. Weiß ich nicht, ob wir die kriegen. Keine Kraft. Okay. Das kriegen wir nicht auf. Geh mal hier hoch. Boah, also... Danke, dass ihr mir geholfen habt mit der Entscheidung. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt richtig war moralisch, aber... Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Was meint ihr? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war gut, wie wir das gemacht haben. So, ab nach Hause, Leute. Ab nach Hause. Haben zum Glück auch ein paar Waffen gefunden. Eieieiei. So, hier haben wir noch so einen Träger. Oh boy. Ist der böse? Hat er einen Zombie? Ich dachte, das ist ein Dude. Oh, schade. Ich wollte den eigentlich noch looten. Hier haben wir einen Rucksack. Sehr gut. Das nehmen wir alles mit, was wir hier so haben. Oh, wieder viele Leuchtpilze. Ein paar Materialien. Aber ich kann die nie durchsuchen. Ne? Da wird zwar so ein Bobble angezeigt, aber... Kann nichts machen mit ihm. Kannst ihn treten, wenn er am Boden ist. Das können wir mal ausprobieren. Das weiß ich nicht. Das könnten wir mal testen. Oh, guck mal, wie viel Zeug hier liegt. Honig und alles Mögliche. Richtig gut. Und Pilze. Boah, das hat sich gelohnt, hier ein bisschen aufzuräumen, ne? Überall Leichen. Oh, eine Waffe. Ein Doppelstreitkolben. Also ich nehme das zurück. Wir haben doch keine Waffenprobleme mehr, glaube ich. So, wie sieht's aus hier? Hier ist noch Kamille, Kamille. Ich wollte eigentlich mit ihm reden, nur, weißt du? Da rennt man auf den Dächern rum. Und dann sitzt ein Infizierter. Ist halt echt so, ey. So, pass auf, wir machen mal ein paar Heilbandagen, wenn wir schon mal dabei sind. Fertigung. Arznei. Wie viel können wir denn machen? 11 Stück könnten wir machen. Das ist gut. Honig und Kamille. Brauchen wir Kamille für irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Ich stelle mal alles her. So. Wir haben jetzt genug Heilung. Wir haben insgesamt 12 Heilungen. Das wird uns hoffentlich erstmal über die Runden bringen. Du konntest ihm eben looten, als ich noch hocke war. Ehrlich? Nee.
Hier kannst du nichts looten. Das funktioniert so nicht. Jetzt! Jetzt geht's! Aber der hatte nichts. Ja, wow. Ja, wow! Er hatte leider nichts dabei. Was ist denn das? Ein kleines Kind? Hallo? Nachtgeschichten. Während sie die Stadt erkunden, stoßen sie auf Charaktere mit diesem Symbol. Das sind Nachtgeschichten. Missionen, die am besten nachts abgeschlossen werden. Ich will keine Nachtgeschichte machen, ehrlich gesagt. Ich hab Angst nachts. Mach's gut, mein Lieber. Es tut mir sehr leid, aber... Ah, wir können die Quest aber annehmen, oder? Wir machen's mal. Hey, kleiner Mann. Wo sind deine Eltern? Ich bin nicht klein. Okay, klar. Was machst du denn hier allein? Ich bin auf einer wichtigen Mission. Eine Mission, was? Was denn für eine? Eine Geheimmission natürlich. Super geheim. Hey, der stolpert da dir nichts. Ganz allein verhältst rum. Du mir in der zombieverseuchten Welt. Was stimmt mit ich dem Jungen nicht? Ich brauche keine Hilfe. Aber wenn du es unbedingt wissen musst, ich besorge gerade Essen für meine Eltern. Ich mach das immer. Kein großes Ding. Klingt gefährlich. Hätten deine Eltern nicht wenigstens mitkommen können? Nö. Wie gesagt, kein großes Ding. Ich komm klar. Ich komm mit allem klar. Hör mal, du bist wirklich sehr mutig. Aber ich würde dir wirklich gern helfen. Schätze, ich kann dich ins Boot holen. Ich kann dich sogar bezahlen. Wie klingt das? Mit was denn? Mit Gummibärchen oder was? Warum nicht? Wie lauten die Befehle, Sir? Auf der West Horizon Lane gibt es einen Laden, kurz vor der chemischen Zone. Ich war gerade dabei, Rucksäcke mit Essen zu füllen, bevor diese Penner aufgetaucht sind und mich verjagt haben. Bring mir diese Rucksäcke und ich gebe dir eine Superwaffe. Die Waffe meines Papas. Die Mission lautet also, Essen für deine Eltern zu besorgen. Ja, stimmt genau. Und du kannst es zu uns nach Hause liefern. Wir leben am Rand der chemischen Zone. Der einzige Ort, an dem meine Eltern in Sicherheit sind. Wäre eine gute Idee, die Rucksäcke nachts zu holen, wenn die Infizierten hier nicht rumlungern. Ja, was immer du sagst. Ich habe keine Ahnung. Aber du machst das, ja? Ich kann dir nichts versprechen. Wir werden sehen. Oh, okay. Dann hoffentlich bis bald. Wir sehen uns. Ja. Okay, okay. Da müssen wir dann nachts nochmal her. Okay, das kriegen wir eventuell hin. Ich weiß nicht. Nachts sind natürlich die Straßen heftig verseucht. Wir werden das jetzt erstmal mit dem Wasser klären, ne? Eins nach dem anderen, Leute. Aber die Quest haben wir schon mal angenommen. Das ist gut. Dann müssen wir im Zweifel hier nicht wieder zurück eiern. So, wir müssen zum gelben Marker erstmal. Wir müssen jetzt erstmal hier für Aufklärung sorgen, ne? Das ist ja klar. So, hier können wir hoch wahrscheinlich. Ob die Superwaffe ein Gürtel ist, ich weiß es nicht. Aber wenn ein Kind mir eine Superwaffe anbietet, wird es wahrscheinlich ein Super Soaker sein. Kennt ihr noch Super Soaker? Diese Wasserpistolen, diese Wassergewehre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes sein wird, aber weiß es nicht, ne? Guck mal, da ist ein Haus zum Freisch. Oh nein! Uff. Das war krass. Hier ist ein Haus zum Freischalten. Lass uns da mal rein irgendwie. Kommen wir nicht rein. Oh fuck, Alter, ich bin fast tot. Okay, alles klar, wir kriegen Besuch. Oh, der hat mich noch gehittet. Können wir die Tür zumachen hier? Können wir hier irgendwie... Beweg das mal. Uff. Welche Fehler hast du anfangs immer gemacht? Dem Kind geholfen oder was? So, ich mach mal Strom. Mal reparieren. So, mach mal an. Okay. Nightrunner-Versteck freigeschaltet. Das heißt, wir können dann auch direkt hierher kommen das nächste Mal. Haben wir hier irgendwas zu looten? Hier ist noch Zeug. Eine Notiz. Okay, hier könnten wir schlafen. Hier sind wir erstmal grob in Sicherheit, glaube ich. Ah, vom Dach springen, ja. Und Spaten, kann ich die nicht mitnehmen? Spaten wäre geil gewesen, ne? Was ist das denn hier? Dreistelliger Code, Tresor. Wie war die Kombo nochmal beim letzten Mal? Wisst ihr das noch? Das sind 10, 20, 30. Aber ich weiß nicht, kriegen wir das hin? Was ist mit den Notizen? Stimmt, wir haben Notizen gefunden. Hast du recht.
Hast du recht. Sammlerstücke. Stimmt, hast du völlig recht. Welches war das denn? Da steht nichts drin. Hier steht nichts drin. Ja, was war das für eine Notiz? Ich habe echt... Safe-Kombination! Ha! 101, oder? Hä? 101. Aber hier gibt es keine 1. Fuck. Falsche Richtung gedreht. Eins. Null. Eins, null, eins. Ach, hier. Oh, lol. Okay, alles klar. Verstehe. Okay, nochmal. Nochmal machen wir. Das war ein guter Hinweis mit den Notizen. Eins. Null. Eins. We did it! Es ist auf! Fällt zum ersten Mal auf, dass Sassi ohne Headset spielt? Spielst du mit Boxen? Ja, natürlich. Das Mikrofon nimmt das nicht auf. Ich habe ein dynamisches Mikrofon. Kann ich nur empfehlen. Hemmstoff! Richtig gut. Oh boy, Hemmstoff ist wichtig, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Okay, dann nichts wie raus hier wieder. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, so, wir laufen weiter. Hier schreit irgendjemand um Hilfe. Hemmstoffbehälter erkannt. Na, Hemmstoff haben wir schon gefunden. Hemmstoffbehälter ist da. Kommen wir denn hier weg, Leute? Oh, 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 oh. Das ist eine Sackgasse. Hier oben kommen wir lang, warte mal. So, hier lang hüpfen, hier durch. Hier hoch und dann... Oh nein! Okay, alles klar, ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. So, hier hoch. Guck mal, hier ist auch eine Treppe. Also diese Night-Mission, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen müssen. Digga, was stimmt denn hier nicht? Wo springt der denn rum? So, erstmal heilen. Gut, dass ich viel Heilung gemacht habe. Ja, meine Waffe ist auch echt relativ kaputt gerade schon. So, lass uns mal gucken, ob wir da irgendwie hochkommen. Nee, kannst vergessen. Das kannst du vergessen. So funktioniert das nicht. Wir müssen außen rum wahrscheinlich erstmal. Boah, hier ist natürlich viel Loot überall, ne? Oder? Guck mal, hier kommen wir hoch. So, rüber. Rüber, rüber, rüber. Okay, alles gut. Alles ist gut. Du Scheißendreck. Ich muss niesen. Ich muss niesen! Entschuldigung. Und ich dachte, ich bin beim Spiel schon unfähig. Jetzt sehe ich hier jeden Fehler nochmal. Ja, ey, Leute, ich bin absoluter Noob. Ihr wisst es ja, ne? Ihr wisst es doch. Drum höret nun und merket. Was ist mit ihm los? Die Neuigkeiten aus der letzten verbleibenden Stadt. Bürger, Dankeschön. Gute Nachrichten aus Old Willador. Jacob, der legendäre Geschichtenerzähler aus New Paris, erfreut uns in dieser Woche in Horseshoe mit einer Reihe von Auftritten. Auf einem Dach nordwestlich des alten St. Joseph Krankenhauses wurde eine Bühne eingerichtet. Okay. In der Sicherheit und Behaglichkeit eines warmen Feuers und zahlreicher UV-Lampen werden jung und alt bei der furchterregenden Geschichte unserer St. Paul Cathedral und der Legende des Monsters, das darin lebt, wohlig erschauern. Und nun ein Sicherheitshinweis. Wir möchten daran erinnern, dass das permanente Tragen eines gültigen Biomarkers Pflicht ist. Okay, alles klar. Also er erzählt uns auf jeden Fall, dass hier irgendwo eine Geschichte erzählt wird. Wir haben hier auch schon wieder eine Quest, Leute. Was ist das denn für eine Quest? Da müssen wir nochmal ganz kurz, hier holen wir nochmal ab. Oh, man weiß auch nie, wie weit der springt, oder? Der Dude, das ist richtig gruselig. Manchmal schafft das, manchmal nicht. Oh, hier sind Bienen, oder? Ah, guck mal. Was treibst du gerade so, Aiden? Da scheint das Feuer zu sein. Wir haben hier eine Quest, Leute. Ich versuche sie mal anzunehmen. Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Henkel, moin! Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Willedor konfisziert wurden.
und was danach passiert ist. Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. Sollen wir das machen, hm? Das März-Massaker? Das März-Massaker? Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Ein reines Blutbad. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Und warum kann er sich das nicht selbst anschauen? Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer. Könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Klar, wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Ja. Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Okay, alles klar. Oder was davon übrig ist. Wir machen das, Digga. Ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Okay, alles klar. Die deutsche Synchro ist strange. Das sagen so viele. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also, Quest haben wir abgeholt.